Frisch am Morgen will ich euch mich zu einer neuen Folge von Minecraft Explorer wieder einladen und ja, wir sind wie gesagt in unserem Dorf hier mit einem grauen Schaf und was da hinten? Ein Schwein. So, gib mir noch deine Wolle. Gib mir deine Wolle. Was mir aufgefallen ist, falls unser geliebter Deadman Miller zuschaut. Schau euch mal an. Die Wolle ist momentan noch so, dass die hellgrau und die weiße leider gleich aussieht. Falls du so lieb bist, das noch zu verändern, dann wäre cool. Also danke dafür. Und ja, ich werde Kommentare vorlesen, wie versprochen. Erst in dieser Folge. Und gucken wir mal, welche Kommentare wir vorlesen. Und zwar natürlich für das erste Video. Waldrodung. So, 12 Kommentare sehe ich schon mal hier. Falls sich noch was ändert, kann ich da leider nicht machen. Dann von Mr. Neutu. Das mit dem Spam war weggedrückt, war verdrückt. Ja, also ich weiß, wie gesagt, das letzte Mal hatte ich angesprochen. Ich wusste nicht, wie es dieses ganze Spam-Sache ist. Ich hoffe, ihr könnt die trotzdem alle lesen. Und dann hat auch jemand geschrieben, jetzt X-Styler King X. Nimm Sunnywood und Sunny Village und nochmal alles Gute 300. Okay ist 555. Danke, dass du meinen Namen stimmst. Thumbs up da for you. Weiß gar nicht, sieht man die Thumbs up überhaupt bei mir? Ich sehe die keine. Nee, bei mir sieht man es nicht. Sind halt die besten Namen von X-Styler, sagt er nochmal. Mal gucken, ob da nochmal welche vorkommen. Aber X-Styler will auch gleichzeitig, dass ich eine Common-Conquer-Basis baue. Wow, da braucht man viele weiße und gelbe Wolle. Zumindest für GI-Gebäude. Für Nord natürlich rote und schwarze Wolle. So, Deadman Miller hat gemeint, um 23:47 Uhr war ich mit der Aufnahme fertig. Ja, war ich auch. Und heute ist es nicht ungleich früher oder später, wenn man es so nimmt. Und muss bedenken, dann habe ich noch eine Folge aufgenommen danach. Also manchmal bin ich echt bis 1 Uhr früh wach. Auch wenn ich dann um 5:30 Uhr wieder aufstehe, zwischen 5:30 Uhr und 6 Uhr. Also ist mein Tagesrhythmus halt langsam geworden. Wobei ich ja nur an 3 Tagen in der Woche groß aufnehmen kann. Deswegen, wenn man hier natürlich 28 Folgen drehen muss, dauert das natürlich, oder muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Und Nexus Multigamer hat seinen Namen vergessen. Er würde es gerne Rönne nennen. Ich möchte gern, weil er dort wohnt und es ist eine Stadt, die in der Nähe ist. Und im Weltkrieg, im welchen Weltkrieg weiß ich jetzt nicht, ist es dann abgebrannt und wieder aufgebaut. Danke, wenn es noch wohnen darf. Nexus Multigaming. Also, ich sag mal so weit. Voting ist abgeschlossen. Aber weil das Haus, sein Dorf mal weggebrannt ist, ist mir da sofort was eingefallen, als ich den Kommentar vorgelesen habe. Das werde ich dann gleich machen. Die Kommentare sind schnell durch und dann, ich hoffe, ich werde noch dran denken, aber dann werden wir das gleich machen. So, tolles Video, Sunny. Ich finde es herrlich, wie ihr mich alle nennt. Freue mich schon mal in das Hotel. Freue mich aufs Hotel, schon mal daran gedacht, es in Real Life auch wie Minecraft zu sein. Ach so, wo ich das im Beispiel gesagt habe, mit Minecraft und Real Life. Oder alles auf Peaceful zu stellen. und German Gameplays würde es ironisch finden, wenn man genau die Namen umgekehrt würde. Also Xenny Village für die Stadt und Xenny Town für das Dorf. Also scheint schon mal Xenny Town und Xenny Village zum Beispiel ziemlich vorne zu liegen. So. Dann noch von Dynightman. Gute Folge. Die Städte mit Xenne sind gut. Was mit Multiplayer? Wird er seine Welt noch download freigeben, please? Also, Download hatte ich ja schon mal mehrfach angesprochen. Erstmal nicht. Hat spezielle Gründe. Und Multiplayer, da hatte ich glaube ich in welchem Video war das denn? In welchem Kommentar? War das denn darauf folgenden Kommentar? Da hat nochmal jemand was geschrieben für den Multiplayer.
nein. Wo war das denn mit dem Multiplayer? Boho, habe ich irgendeinen Kommentar nicht richtig vorgelesen? Achso, ich glaube, das ist. Hat jemand zu spät in eine andere Folge reingesammelt? In dunklen Bahn vielleicht? Part 124 war Waldrodung. Hallo, ja. Kleine Unterbrechung war es gerade. Bei mir war gerade ein schöner Stromausfall in der Wohnung und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass wir hier scharf Strom unterschüpfen müssen. Nein, es hat leider dazu geführt, dass auch mein Savegang total gecrashed ist und nicht mehr aufgelistet war. So musste ich das in ein älteres nehmen. Zum Glück nicht so alt, nämlich ich habe kurz vor dem Update nochmal ein Backup gemacht und deswegen habe ich zum Glück noch das Safe Game vor dem letzten Video. Heißt also, wir haben unsere Knochen noch, aber wir haben keine braune Wolle. Naja, wie dem auch sei, ich wollte noch erzählen zu den Kommentaren das Video danach, nämlich bezüglich klischeehaftes Da-Auftreten von Spielern. Da habt ihr eben alle geschrieben, dass ihr auch viel Sport treibt und so ungefähr habe ich mir auch gedacht, dass es eigentlich absoluter reinste Klischee ist, dass man eben als Spieler so fett und das alles sein soll und hat der schwarze Wolle und deswegen absolut schwachsinnig dieses Klischee und freut mich natürlich, dass auch so viele sich körperlich aktiv etwas bewegen wollen. Gut, wir wollen mal gucken, habe ich hier irgendwo noch Holz? Ich habe ja gesagt, nächstes Multigaming, da will ich noch was machen. Habe ich hier Wooden Planks, habe ich hier da. Ich weiß nicht, ob das aus... Da kommt schon. Ich bin total irritiert jetzt, ne? Reicht es aus? Ja, müsste ausreichen. Ach, ich hasse es. So. Dann machen wir uns ein Schild. Ja, wir machen uns ein Schild. Die Truhe natürlich nicht öffnen. Was haben wir hier noch drin? Nichts Interessantes für uns. Okay. So, und bevor jemand sagt, warum machst du das? Warum bevorzeitigst du ihn? Aus einem ziemlich einfachen Grund, nämlich Nexus Multigaming hat mir eine DE-Domäne zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, er hat sich da ein bisschen zu spät gemeldet, deswegen steht es auch nicht zur Wahl, sonst hätte ich euch das zur Wahl gesteckt und dann hätte jeder das machen sollen, wie er will. Und ja, er hat doch gemeint, dass sein Dorf abgefackelt ist während des Ersten Weltkrieges. Und naja, bei uns ist auch was abgefackelt, nämlich die Kirche. Und deswegen das Schild, jetzt muss ich die noch... deswegen, du wirst... was Besonderes bekommen. Jetzt muss ich nur noch ganz genau schauen, wie es nochmal geschrieben wird. Rönne. So. Die. Kapelle schon okay, aber die Kapelle, das Ordner, die Kapelle, Punkt des Ordens. Rönne. So. Klack. Und dann wurde die Kapelle für dich benannt. Das ist hier deine Religion, die Rönner-Kultur. Und ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Vielleicht fühlst du dich auch geschmeichelt. Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Wir werden auf jeden Fall nochmal was schauen. Ich habe hier noch die 14 Knochen zur Verfügung. Und wir könnten natürlich Tiere damit erschlagen, aber ich will noch mal gucken, ob wir nicht noch mal schnell Hunde finden oder Wölfe finden könnten. Haben zwar letzten Part schon danach gesucht, aber hier
hatte ich die letztes Mal gefunden, hier im dichten Dickicht. Wurde auch, das ist auch nicht künstlich angelegt, sondern ein natürlicher Wald. So, wo waren sie genau? Na gut, die können halt überall respawnen oder spawnen. Ist klar, aber Waldgebieten. Hm. Will ich natürlich auch nicht zu sehr festhängen. Sind wir unten irgendwo Tiere? Ich sehe da nicht rumhüpfen oder rumhopsen. Die natürlich auch verstecken, die kleinen Biester. Da hinten haben wir richtig schönes Waldgebiet. Und ich hoffe, dass irgendwo Tiere spawnen. Nicht nur diese Kuh. Die könntest du mir ruhig aus dem Weg gehen. Ich höre doch noch Tiere. Oh ja. Super. Sowas wollte ich natürlich. Noch eine Kuh. Hm. Dann wohl leider doch nicht. Oha. Mushroom. Ein blauer Mushroom. Ob das gut ist, wenn wir den essen? Ich weiß es nicht. Aber ich wusste gar nicht, dass es hier einen gibt. Also scheint es wirklich, dass sie nachwachsen. Wenn auch nur sehr gering. Aber hat sich natürlich jetzt erhöht durch den Patch. Und na gut, dann lassen wir das doch mit den Wölfen. Wie gesagt, die Knochen kann ich ja bei mir behalten. Falls wir doch nochmal ein welche sehen, können wir gerne das mit denen anstellen. So, dann laufen wir doch zurück zum Dorf. Mit dem Patch muss ich, wie gesagt, mit den Mods muss ich, wie gesagt, mal schauen. Wann in nächster Zeit mal welche wieder rauskommen. Damit ich sie updaten kann. Aber momentan müssen wir uns halt damit begnügen, was wir jetzt momentan noch zur Verfügung haben. Umfrage habe ich letztens nicht gemacht, das stimmt. Ich stelle ja normalerweise eigentlich immer eine Umfrage. Und zwar, es sollten ja Achievements kommen. So war es ja gedacht. Wurden aber noch rausgelassen, werden noch gemacht. Aber generell euch die Frage, was haltet ihr von dem Patch 1.4 nun? Habt ihr euch das nun so erhofft? Wir haben bekommen, die größte Änderung sind eigentlich die Wölfe. Habt ihr euch das so, sagt ihr euch vollkommen, ja, das reicht mir so, wie es rausgekommen ist? Oder habt ihr euch mehr versprochen? Also ich persönlich muss ich sagen, so viele Änderungen sind leider nicht zur Verfügung, wenn man es mit dem Patch 1.2 vergleicht, wo die Wolle dann gab, die eingefärbt werden konnte. Dann bin ich doch hier ein bisschen, ja, erstaunt, wie wenig Neuerungen gemacht worden sind und ob das dann wirklich bis auf 1.4 hochgepatcht werden musste. Ich weiß nicht, wie weit das noch machen wollen, bis sie dann eine Vollversion raustreiben wollen. Denn ich weiß, sie wollen auch irgendwann mal ein RPG-Teil reinbauen und das ist, naja, das kommt mir halt so vor, als würden sie, naja, ein bisschen alles, naja, viel noch vorhaben, aber wenig lässt sich durchsetzen. Oh. Nein, Schafe, mein Gott, ich dachte gerade, ich habe wieder Wölfe gesehen. Mann, 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 Mann. Ursprung, ah! Ihr Schafe, das werdet ihr mir heimzahlen. Oh. Da ist doch ein Wolf in der Nähe. Da haben wir ihn. Haha. Willst du mitkommen? Hey. Ich hab ihn getamed. Jetzt ist er auch hier, hat den roten Halsband. Komm mit. Komm mit. Auf wen hast du es abgesehen? Auf Schaf hier. Ach so. Cool. Kommst du jetzt mit? Ja, er kommt. Cool, wir haben einen Wolf. Und wenn wir jetzt das Hähnchen attackieren einmal? Hähnchen attackieren. Komm, komm schon. So, jetzt müsste gleich unser Wolf kommen. Wenn ich das Hähnchen uns attackiert. Na los, komm durch. Genau, und es hat das Hähnchen platt gemacht. Nämlich jetzt jedes Mal, wenn wir ein Tier oder irgendwas angreifen, dann greift es jetzt das auch an. Hier haben wir nochmal eine Kuh. Und hier haben wir es ein bisschen offener. Das wird uns vielleicht was bringen. Genau, du bist da. Los. Kuh attackiert.
Hinterher! Nein! Da links ist er! Links! Links! Ja, los, hoch mit dir! Mach sie fertig! Los! Du schaffst es! Genau! Also wild greifen sie alle möglichen Tiere an, bis auf Menschen und Creepers. Und wenn man sie getamed hat, so wie jetzt, wir haben jetzt einen roten Halsband um sie, jetzt läuft er mir hinterher. Und jetzt könnten wir auch richtige Abenteuer mit dir erleben, wa? Treiben wir die Böse aus der Welt mit dir, mein Gefährse. Aber es verstecken sich keine, es gibt keine Tiere mehr. Sie haben sich alle versteckt. Los, ein Tier will ich noch umbringen mit deiner Hilfe. Bist du gerade gespawnt von mir? Ja. Komm mit. Ein Hühnchen. Hast du Lust, doch mal einen Huhn zu attackieren? Los. Genau, brav. Der macht nämlich richtig ordentlich Damage. Und noch eins. Hühner schlachten. Los, mach ihn fertig. Ja, das ist cool. Also das macht Spaß. Was passiert denn? Können wir den noch klein überfordern? Das Schwein. Das Schwein. Was attackiert jetzt er? Ist das? Okay, und jetzt muss er, geht er rüber zu dem anderen Schwein? Nein. Kann nur ein Ziel merken und bis dieses tot ist. Ja, super, Kleiner. Hast den Knochen verdient. Bekommst den Knochen von mir. Ach nee, kannst du nicht. Stimmt. Sitz. Jetzt können wir mit rechter Maustaste Sitz oder G befehlen. Und so, jetzt haben wir den Kleinen auch mit. Gut. Damit sage ich Tschüss. Die Sonne geht eh unter. Und wir haben jetzt einen kleinen Freund gewonnen. Und dich nenne ich Dogmeat. Als kleine Anlehnung an die Fallout-Reihe. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao.